dieser Weitblick. So schön da hier oben. Da unten, da hier, ist gerade die Passstraße in Schallenberg. Und da weit unten im Tal sieht man die andere Straße Richtung Eckiwil. Und ganz, ganz hinten ist noch der Jura sichtbar. Und Eckiwil liegt hier unten da. Jetzt mache ich erst einmal da vorne eine Pause. Hier ist eine Hochweide. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Leute da vorne sind. Und was interessant ist da im Emmental, wirklich bis ganz oben hat es Häuser. Und da hinten noch die Berge. Da oben ist die Passhöhe vom Schallenberg. Und ganz oben noch, oberhalb vom Pass, sieht man noch einen Helikopter. So, jemand mit dem Helikopter da hochgekommen. Ich habe die Passhöhe erreicht und fliegt gerade der Helikopter weg. Und da sieht man schon ins Aretal runter. Schauen, ob wir den noch drauf kriegen. Der da oben ist er versteckt. Und der wird jetzt dann gleich wegfliegen. Ja, jetzt steigt er. Aber nur ganz leicht oberhalb vom Boden. So. Da unten ist die Passhöhe vom Schallenberg. Da habe ich jetzt eine kurze Pause gemacht. Und jetzt sieht man da auf die andere Seite runter schon Richtung Aretal. Da ganz vorne das Stockhorn. Und linker Hand der Einschnitt, das geht Richtung Simmental hoch. Und da riesiges Waldgebiet. Das ist auch ein schönes Ferienhaus. Und da sieht man wieder schön runter. Die Ebene da unten war früher auch alles ein Sumpfgebiet. Es ist da hier recht nass in dieser Umgebung und auch so dort unten. Und da, das ist mein Weg. Jetzt habe ich, glaube ich, die höchste Stelle von heute überschritten. Und da sieht man ins Emmental runter. Und wie gesagt, auch auf der anderen Seite werde ich noch ein paar Wanderungen machen.
So, jetzt geht's da hier vorne bei diesen Alphütten vorbei. Und dort ist noch eine, die hat ganz viele Blumen oben. Schön. Hier in der Nähe prallt ein Militärflugzeug in den Hang rein. Sein Gedenkstein. Ja, und von diesem Gedenkstein hat man eine sehr schöne Aussicht. So schön da oben. Und da sogar noch mein ehemaliger Hausberg, der Niesen. So, jetzt wandere ich hier weiter. Das ist auch noch ein alter Baumstrunk. Jetzt gehe ich da über diesen Hang und weiter vorne steige ich dann ab. Schaut euch mal diese Rinder an. Die müssen bei dieser Hitze draußen sein. Oh, diese Berggegend. Ja, wobei ich muss auch sagen, unten ist es eindeutig wärmer als jetzt hier oben. Ja, liebe Wanderinnen und Wanderer, ich habe euch noch versprochen, dass ich noch melde, wie es weitergeht mit meiner Wanderung. Ich bin jetzt schon ziemlich weit vom Schallenbergpass entfernt, da über so eine Art Hochebene gewandert, das ist sehr schön da oben, aber auch noch ziemlich heiß. Es geht jetzt weiter über diese Hochebene. Und nachher steige ich ab nach Eggiwil. Dort endet meine heutige Wanderung. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Vergnügen. So wie das hier aussieht, wird da dieser Hof das ganze Jahr bewohnt. Und ist über 1000 Meter über Meer. Das sieht man ja hier im Emmental noch oft. Jetzt bin ich über diese Ebene gekommen da. Da unten ist noch eine große Wasserfassung. Und bei mir geht jetzt der Weg wieder runter. Das nächste Mal, oder übernächste Mal, gehe ich, glaube ich, da hier hoch. Oder noch da hier der Seite entlang, glaube ich, noch fast. Ich seh's ja dann. Da bin ich jetzt runter gewandert. Ganz schöner Weg. Geht nicht so steil runter. Und da geht's jetzt dann in den Wald rein.
Die Umgebung sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Das habe ich doch schon ziemlich an Höhe verloren. Ja, da ist wieder viel Wald. Übrigens, von hier bin ich jetzt gerade runtergekommen. Und mein Weg geht natürlich noch weiter runter. Und zwar hier durch. Ja, letzte Woche war ich mit meiner Schwester und den zwei Buben unterwegs. Und da waren wir, soviel ich weiß, hier an diesem Hang entlang gewandert. Aber wo wir genau hochgestiegen sind, das kann ich nicht sicher sagen. Irgendwie auch hier hoch ist mir. Ja, nochmal einen Blick hier runter. Da vorne, diesem Graben hier, da ist die Emme. Da unten hat es auch so ein Sumpfgebiet. Und ich habe hier schöne Straße. Das ist nicht so mein Ding. Aber jetzt. Da ist das Moos. Da diese Hütte, da ist dann genügend Holz vordran, um im nächsten Winter über die Runden zu kommen, wenn es kalt werden sollte. Ja, ist noch interessant. Ja, von da hinten bin ich jetzt runtergekommen. Da ist noch so mehr Alp als hier unten. Bin ich jetzt wirklich schon im intensiver Landwirtschaft. Da ein Blick auf die andere Emme-Seite. Und nochmals in die Berge rein. Ja, hinter diesem Bauernhof bin ich runtergekommen. Da unten sieht man die Straße, die nach Eckiwil runterführt von Schangnau. Und da hier geht es runter an die Emme. Das muss ich jetzt dann auch noch alles runter. Und bei diesem Hof, da hinten sieht man einen Hof, da bin ich durchgekommen heute Morgen. Dort bin ich hochgestiegen. Und da sieht man runter, wie weit das noch runter geht und wie es auch zerklüftet ist. Mit den Felsen. Ja, schön. Jetzt geht mein Wanderweg wieder da runter. Und da ist ganz schönes Land da oben. Schöne, flache Gegend und da hinten die schroffen Felsen vom Berg. Da geht es wieder ganz steil runter. Oben war jetzt wirklich moderat, sind wir ein bisschen runtergegangen. Aber da, wow. Wobei, wenn man langsam geht, ist das kein Problem.
da ein steiler Wald, es hat glaube ich auch Flühe noch drin. Ja. Die große Straße geht jetzt da runter und ich gehe hier runter, dieses Tal ein bisschen, aber da hier drüben geht es glaube ich gerade wieder bergauf. Da hier, das Haus heißt Glashütte, ich vermute, da wurde früher noch Glas gemacht. Und die Emme kommt da hier hinten durch noch. So, jetzt geht es noch einmal ein bisschen bergauf, bevor ich dann nach Eckiwil runter wandere. Vorhin hat mich noch fast ein Hund gebissen. Das ist zum Teil ein großes Problem, da die meisten Hunde nicht angebunden werden. Die Emme fließt hier in diesem Graben durch da. Aber macht dann da vorne einen Bogen. Dass sie bei dem Eckiwil durchkommt. Und da sehe ich in den Rötenbachgraben runter. Und da hat sogar noch ein Hochhaus. Hä? Oh. Das ist natürlich ein Silo. Und da ist auch wieder fast alles flach da oben. Da vorne bei diesem Haus waren diese bösen Hunde. Ja, und da habe ich schon wieder ziemlich einen großen Aufstieg gemacht, wobei das Tal geht ja auch abwärts. Und hier, schaut mal, ist wieder ein verwachsener Weg. Ich glaube wirklich, dass dieser Wanderweg, den ich heute gemacht habe, nicht mehr so oft begangen wird und wahrscheinlich bald verschwinden wird auch. Es wäre zwar eine schöne Wanderung, aber zum Teil auch ganz steil runter. Und ja, da durch diesen Wald bin ich auch runtergekommen. Ich glaube, die anderen Wege hier sind besser. Einer ist sogar ein Hauptwanderweg. Da die Bank auch, die ist auch fast eingewachsen. Ja, jetzt bin ich glaube ich wieder ganz oben. Jetzt da zwischendrin nochmal einen Ausstieg. Da zwischen den Ästen sieht man ins Tal runter. Man, wie weit oben ich jetzt schon wieder bin. Wenigstens ist Schatten da. Da oben geht noch eine Hochspannungsleitung durch. Und ich vermute, dass das da hier jetzt von diesem Bergrücken da der höchste Punkt ist. Aber fast keine Aussicht. Schade.
Da ist jetzt wieder ein ganz schöner Weg. Wenn ich auf der ganzen Wanderung einen solchen Weg gehabt hätte, oh, das wäre wunderbar gewesen. Jetzt bin ich dann noch gespannt, da vorne der Abstieg. Ich bin immer noch ziemlich weit oben. Ja, jetzt geht es nicht mehr weit, der Abstieg. Und er geht eigentlich auch noch, ist nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe. Aber wenn ich jetzt den Rest anschaue vom heutigen Wandertag, war es zum Teil eine nicht so schöne Wanderung vom Weg her gesehen. Es hat viele Abschnitte, wo der Weg in einem sehr schlechten Zustand war. Aber ja, mit solchen Sachen muss man halt auch rechnen. Und ich bin jetzt dann schon fast unten. Das letzte Mal, als wir hoch sind, also meine Schwester und die Jungs, sind wir dort hoch, die Nähe, wo das Auto jetzt gerade hochfährt. Da, durch diesen Graben, und dann irgendwie so. Und dort oben, wo da das Feld ist, sind wir in der Mitte durchgegangen, bei diesem Baum. Und dann fast oben bei diesem Sendeturm, wo man dort sieht, sind wir durchgekommen. Und da vorne, das ist jetzt schon Eckiwil. Die Kirche von Eckiwil. Der Bauer von der Kirche ist auch derselbe wie der von Bernemünster. Schöne Anlage da. Und wir schauen jetzt mal, ob die Kirche offen hat. Doch. Schöne große Häuser. Schönes Dorf. Dieses Haus da muss auch ein altes sein. Da ist noch die Gasthof Löwen. Da vorne habe ich jetzt meine Busstation.
mein Ziel für heute.